Das neu adaptierte Stadion des burgenländischen Topclubs Jovinerdeutsch Kreuz ist Schauplatz eines gesellschaftlich-sportlichen Events der besonderen Art. Das österreichische Winzerteam empfängt die heimische Auswahl der professionellen Weinverkoster, genannt die Sommeliers. Vor den 2x30 Minuten unter Referee René Strobel gibt es das Länderspielritual. Franz Jakschitz, Remusov Jakschitz aus Osli. Na gut, Karl Diewald, Groß Riedenthal am Wagram. Meinhof Leitner, Ilstal. Weingut Gager, Deutschkreuz. Weingut Maurer, Kleistang. Weingut Urbanihof, Fels am Wagram. Weingut Frühwirt aus Kirch. Fischer Weingut, St. Ann am Eigen, Vulkan an Steiermark. Weinbar Sommer, Kirch. Weingut Manfred Weiß, Appetlohn. Weingut Hofstetter, Fels am Wagram. Weingut Lobner, Mannersdorf an der Mar. Weinbauer Enke Tempe, Bimplas, Köttlisbrunn. Franz Sparer, Trainer, Winzer. Moser Domo, Doma, Trainer von der Winzer. Ja, ja. Schiedsrichter! Ja, Schiedsrichter Strobel, Blaufränkisch Land. Jürgen Witschko, Präsident Niederösterreichischer Sommelierverband. Ich bin Jamie, ich bin 9 Jahre alt. Ich groß bin, will ich Sommelier werden. Sehr gerne. Brian Law, Südafrikaner und Vizepräsident von der Sommelier Union Austria. Die Lucia von Scheibelhofer, der Resort. Der Adam Schiff, Sommelier Scheibelhofer, der Resort. Tobias, Sommelier in Palekupo genannt. Ja. Sabi Tod, Ungarer und St. Martin Sterne Sommelier. Schön Manuel, Mitglied von Niederösterreichischen Sommelierverband. Stefan Haubenwallner, Sommelierpräsident, burgenländischer. Sophie Winkler, Drittplatzierte des letzten Nachwuchs-Sommelierwettbewerbs. Christiane Winkler, Mitglied des burgenländischen Hans Breschitz, Neusiedlung See, Mitglied des Sommelierverband. Dann geht es zur Sache. Die Sommeliers sind schwarz mit jeweils der Bezeichnung einer Weinsorte auf dem Rücken der Trikots. Das Weiße Ballett unter Neo-Teamchef Franz Barabarisich zeigt, dass die Weinmaker wohl das bessere Fußballteam als die Weinverkoster sind. Schon nach wenigen Minuten Spielzeit heißt es durch 2 Tore von Manuel Sommer Nummer 8 vom niederösterreichischen Weingut Sommer 2:0. Hier die Treffer nochmals. Da hängen die Sommeliers trotz ihres professionellen Keepers Xavi Dott von der Martinstherme in Frauenkirchen bereits in den Seilen. Dann die 10. Minute. Hausherr Jonas Gaga mit der Glückszahl 13 von Jovinerdeutsch Kreuz und Sohn vom Kreuzer Weingut Gaga, dessen Vater Horst die Patronanz für dieses besondere Fußballspiel übernommen hat, bedient Jakob Baschinger. Das ist das 3:0. Und noch lange nicht Schluss mit dem Toreschießen der Winzer. Bernhard Fischer. Wieder Sommer per Kopf. So wie Martin Hofstetter machen bis zur Pause das halbe Dutzend voll. Und auch der kleine Jamie, der ganz groß aufspielt, er schießt ebenso sein Tor. Endlich meinte eines der 3 Mädels im Sommelier-Team. Anstelle aber einer richtigen Trinkpause heißt es für jene Damen und Herren, für die der Wein neben der täglichen Arbeit damit ebenso zum täglichen Genuss wird, Spritzerpause. Auf dem Spielfeld aber ist nicht Pause, da duellieren sich 2, die etwas schneller sind als die fußballspielenden Weinmacher. Tja, wenn es keine Winzer gäbe, hätten die Sommeliers keine Arbeit. Das heißt, es geht nur das eine mit dem anderen. Und nichts ohne Sommeliers. Und nichts ohne Sommeliers, genau. Und überhaupt haben wir die Präsidentin vom österreichischen Sommelierverband, die Anna-Marie Feudl von der Angerau bei uns in Deutschkreuz hat. Und so spontan, ich war erst am Samstag vor hier auf der Alm und dort haben wir sie ein bisschen verblitzt. War aber fuhrlässig. Und dann habe ich erzählt von der Aktion heute. Und 2 Tage später steht sie, ist sie von Tirol ins Burgenland gekommen, damit man da das, damit sie da ihren Schützlingen quasi beistehen kann. Wird zwar keinen Sinn haben, aber schön ist trotzdem. In der Pause aber wird auch getauscht.
Nun laufen Jonas Gager und Bernhard Fischer von den Winzern in Schwarz ein. Dazu kommen bei den Sommeliers noch zwei weitere Spieler auf das Feld. Mit 13 Mann will man es den Weinmachern zeigen. Und prompt wendet sich das Blatt. Jonas Gager trifft. So heißt es bald nur mehr 3-6. Denn Keeper Dot tritt zur Elfmeter-Exekution an und auch er trifft souverän. Und es hätte für die Sommeliers etwas schöner geendet, wenn der Tobias Dorf nicht dieses Missgeschick mit diesem Eigentor passiert. Einstand also zwar 7-3 für das Winzer-Team, da ist aber noch lange nicht das Ende. War eine klasse Partie. Auch für beide Mannschaften zum Spielen und auch Sommeliers aus dem Burgenland und aus Niederösterreich kennenzulernen. Und mit denen ein bisschen Gaudi halber da zum Kicken, hat schon Spaß gemacht, ja. Burgenland lebt. Schon wieder. Immer wieder. Immer wieder. Passt. Franz, was sagst du als Teamchef zu deiner Mannschaft? Brav gespielt, taktisch sehr gut gespielt. Dem Sommeliers angepasst, nicht so hoch gewonnen. Charakterlich eine super Mannschaft. Wie fühlt man sich als Frau mitten unter der Männermannschaft? Ein bisschen abgelenkt, aber sonst eher motivierender, weil die Männer doch mit ihrer Kraft und mit ihrem Elan und Sprinten, also man will mithalten mit den Männern auf alle Fälle und man gibt sein Bestes. Also ich finde eher animierend und mit den Männern, sie sind sehr vorsichtig mit einem Umgang, außer die Bälle sind gekommen und ich war halt mitten im Weg, aber da kann der Mann nichts dafür. Also es ist wirklich ein sehr ein Spiel, muss ich sagen, das man wirklich öfters machen sollte. Also ich werde dafür, dass es gemixt gibt beim Fußball. Nicht nur Damen und Herren, extra mixt. Das Ende gibt es dann im Blaufränkisch Hotel von Markus Kirnbauer. Bei kulinarischen Köstlichkeiten und vorzüglichen Weinen. Und da werden in freundschaftlicher Runde Bande für die Zukunft geknüpft.